Hallo, herzlich willkommen zurück bei Cubifactorium. So, wir schauen uns die weiteren Tutorials einmal an. Verbinde die Bahnhöfe. So, eine Verbindung von 1 nach 2 ist okay. Baue einen Zug. Kriegen wir auch gerade noch hin. Der Zug soll von nach wohin? Von 1 nach 2. Richte den Lagerausgang ein. Das Eisen wird nun automatisch zum südlichen Bahnhof transportiert. Wähle den Lagerausgang aus und richte ihn so ein, dass er abgebautes Eisen akzeptiert. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Das wollen wir jetzt trotzdem sehen. Der Zug kommt an, lädt das Eisen ein, fährt darüber und lädt es hier aus. Genau. Und schon wird das Lager vollgeladen. Das ist cool. Nächstes Tutorial. Schauen wir mal. Oh, einen Zug. Füge 2 und 3 zum Fahrplan hinzu. Hammer. So. Baue noch einen Zug. Füge 2 und 3 dazu. Noch einen Zug. Aha, die haben Signale. Noch einen. Sobald dahinter ein Signal ist, kann ich es tun. Und was passiert jetzt? Nein, nein, was passiert jetzt? Moment. Ah, der hat das rote Signal dann. Okay. Also der Streckenabschnitt wird quasi immer erst dann grün, wenn der andere durch ist. Cool. Nächstes Tutorial. Was haben wir hier? Baue einen Zug. Füge 2 und 3 zum Fahrplan hinzu. Okay. Auch da soll man wieder 4 Züge bauen, wenn ich das richtig sehe. Der fährt zuerst da rein. Dreht dann um. Und fährt hinüber. Dritter fährt. Da musst du warten. Das ist ein ziemliches Chaos, oder? Ist das wirklich schneller, wie wenn ich 2 einzelne Verbindungen gebaut hat? Weiß es nicht. Automatische Produktion. Diese Beispielszene zeigt, wie Eisenblöcke automatisch hergestellt werden können. Okay. Da wird Eisenmine. Die baut Eisenerz ab. Das wird dann darüber geliefert. Da wird es zermalmt. Dann kommt es in die Zentrifuge. Er schnappt sich das. Jetzt wird es quasi zermalmt. Ja. Da ist wieder so ein Inserter. Okay. Er bringt es darüber. Da wird es herausgefiltert quasi. Was ist das da? Ein Laufband. Oh, Tiere und Kolonisten nutzen das Laufband, um Strom zu erzeugen. Okay. Ah, und da kriegen wir 2 Sachen. Geröll und Erz.
Was macht er mit dem Geröll? Ja gut, aber irgendwann ist das Lager doch auch voll, oder? Da wird geschmolzen, aber da wartet es auf irgendwas. Automatischer Ofen. Okay. Irgendwas fehlt ihm da. Kohle oder so? Ah, da wird Holz gewonnen. Das Holz wird rübergebracht. Das Holz wird wahrscheinlich jetzt hier im automatisierten Ofen reingeladen. Er wartet noch auf ein zweites. Daraus wird wahrscheinlich Holzkohle oder so. Ab, dass ich noch das nächste Holz. Und die nächsten gehen zum nächsten Greifer. Wenn das durch ist, kommt es zum Laufband. Ja, und jetzt wandert die Kohle darunter. Ich glaube, der letzte Greifer unten kriegt nie Holz. Jetzt kann es geschmolzen werden. Das heißt, da oben bräuchte ich vielleicht noch mehr Bäume sogar. Und da ist das erste Eisen fertig. Cool. Funktioniert zwar langsam, aber es funktioniert. So, nächstes Tutorial. Danke. War also nur ein Schau mal, was alles geht. War aber schön. Was haben wir hier? Baue ein paar Züge. Wo haben wir den? Ach, da unten. Weiß es die unterschiedlichen Fahrpläne zu. Okay. Der nächste fährt jetzt von hier. Darüber, dann daher und dann daher. Keine Ahnung. Sollen wir jetzt sehen, dass sie wirklich nicht zusammenstoßen, oder wie? Wer hier fährt von hier, 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 hierher. Der nächste Zug fährt von, hier, nach hierher und dann von hier nach hierher. Und dann haben wir noch einen Zug, der. Okay, den brauchen wir nicht mehr. Ja, gut, da muss man aber dann ein richtiges Kreuz. Ich meine, man sieht ja, der arbeitet doch in zwei Taschen, damit das geht.
Aber es geht. So, schauen wir mal. Was haben wir hier? Dieses einfache Setup zeigt, wie Fließbänder genutzt werden können. Wähle den Lagerausgang aus und aktiviere abgebautes Eisenerz. Hier nehme ich an. Okay. Richte Depot-Eingang-Ausgang 2 so ein, dass es Steinblöcke annimmt. Diesen hier. Okay. Ah, da wird es dann verteilt auf 3. Okay. Richte Depotausgang 3 so ein, dass er Holzscheite annimmt. Okay. Oh. Ach, das war's? Oh, das ist das letzte Tutorial. Das war auf jeden Fall interessant. Und deswegen meinte ich, das hat sich ganz... Ja, Fließbänder ist das letzte. Hat sich ganz schön gemausert, dieses Spiel. Ich könnte jetzt zum Beispiel entweder eine eigene Karte spielen oder ich kann anfangen, diese Kampagne zu spielen. In der Kampagne gibt es im Moment noch keine großartigen Ziele oder ähnliches. Im Moment kann man sich anschauen, wie es so in etwa sein könnte. Und daher schauen wir jetzt einfach mal. Am Anfang kann ich auf dieser Insel anfangen. 2 Schweine, die sich anschließen wollen. Okay. Man hat auch jetzt schon Ziele, aber halt nichts Besonderes, sondern es ist mehr halt eben zum Anschauen. Ja, erst Early Access und bitte am Anfang um Early Access. So, unser Schiff. Wir sind angekommen mit dem Schiff. Da drüben sind die 2 Schweine, die wir aufnehmen können. Wir könnten mal sagen, alles entladen. Achso, wir können... Achso, wir haben ihn langsam, okay. Bauen wir mal ein Lagerfeuer. Eventuell noch ein zweites. Hier haben wir nicht gerade viele Ressourcen bisher. Die Karten dürften zufällig generiert sein. Ich habe nicht vorher schon mal eine Kampagne angefangen, um mir anzuschauen, was überhaupt ist. Da oben habe ich, was ich jetzt erreichen muss, wenn ich diese Insel verlassen möchte. Aber Achtung, wenn man sagt Insel verlassen, heißt das, er packt alles an, was irgendwie auf der Insel ist, stopft das ins Boot. Und im nächsten Spiel hat man dann alles, was man bisher hatte, plus die neue Insel. So, achso, ich habe keine Arbeiter. Ja. Ich brauche natürlich einen Bauarbeiter. Dann einen 2 Abbauer. 3 für Landwirtschaft. Einen, der am Brunnen arbeiten wird. Einen, der hier arbeiten wird. Und mehr braucht man noch nicht. So, einmal haben wir es erweitert. Da sind immer noch nicht viele Rohstoffe. Da kommen Rohstoffe. Wir könnten hier aber theoretisch einen Brunnen bauen. Oder eine Farm. Na, warten wir mal, wie es ausschaut. Sie hätten auch gern Wohnhäuser. Ihnen. Ach, könnte ich Fließbänder auch schon jetzt bauen? Da haben wir endlich Ressourcen. Ein Lagerfeuer bitte hierhin. Eines bitte hierhin. Und die Abbauer dürften hier von mir aus gerne mal abbauen. Und das da.
kleine Steine. Ah, das sind ja doch auch Ressourcen. Lagerfeuer, einmal daher, einmal daher. Okay, ich würde sagen, wir bauen hier einfach mal eine Farm. Und zwar bauen wir sie 3x4. Das Lager dazu bauen wir 3x3, würde ich sagen. Was bauen wir denn an? Erdbesträucher. Jan. Okay. Auch ein wichtiger Hinweis ist, die Einwohner können nicht verhungern. Man hat also Zeit, man muss nicht alles am Anfang bauen. Aber sie sind halt effizienter, wenn sie was zu essen haben. Oder zu trinken haben. Oh, da brauchen wir dann schon Maschinenteile, okay. Okay. Enge Bahn, cool. Die Zeppeline haben wir gesehen. Ich glaube, das wird das erste sein, der Pferde, ja. Ein Brunnen wäre auf jeden Fall gut. Häuser wären sicher... Achso, können wir noch nicht. Was empfiehlt er uns denn? Er empfiehlt uns eine Farm, Abbauen und Ernten, eine Basiswerkstatt. Die würde ich gerne hier hinbauen. Und einen Brunnen. Den Brunnen würde ich persönlich... Ich würde sagen, hierher bauen. So, Brunnen, daher. Wasser. Um in der Holzwerkstatt zu bauen, brauchen wir auch Lager. Und zwar am besten mal hier 3x3. Und nochmal 3x3. Die liefern beide zur Werkstatt. Der eine Holz und der andere Stein. Oh, wenn die das liefern, dann kann er nämlich Steinblöcke und Holzbretter herstellen. Da brauchen wir natürlich auch irgendein Lager. Ich würde sagen, machen wir es mal so. Da kommen rein... Na? Holzbretter. Steinblöcke. Tomaten und Weizen brauche ich auch, okay. Tomaten. Der bräuchte einen anderen Boden. Das heißt, wenn ich da daneben noch eine hinbaue, dann könnte ich da Tomaten anbauen, oder wie? Schauen wir mal, wahrscheinlich. Tomate. Ah, Kisten. Weizen, Essensbox, abgebauter Ton, Erdbeerdonut, Steinhammer.
Brauche ein Lagerfeuer. Einmal hierher. Und einmal hierher. Hier sind eh schon Lagerfeuer geplant. Okay. Das sind doch Fische im Wasser auch noch. Ich könnte eine Scheune bauen. Okay. Wir brauchen ja auch Ton. Was macht denn mein Abbauer? Ich kann nur abbauen, was auf meinem Land ist, logischerweise. Aus wie Unkraut oder so. Ah, da geht Felder bewässern, okay. Da sind wieder Lagerfeuer fertig geworden. Mhm. Okay, da drüben ist eine Scheune und die Schweine. Einmal bitte. Und bauen Sie doch hier auch ein Lagerfeuer hin. Ja. Ah, jetzt bewässern sie das andere Feld, okay. Und jetzt dürften sie Tomaten anbauen, okay, cool. Er stellt bereits Holzbretter her, das ist schön. Eine Farm empfiehlt er mir oder eine Basiswerkstatt, Erdebahnhof. Da oben wäre Weizen. Probieren wir es mal. Aber ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge weiter. Ich muss mal kurz das Spiel neu starten. So ruckeln tut es normalerweise nicht. Und dann schauen wir weiter. Also, ich sage tschüss, ciao, baba. Bis zum nächsten Mal.